Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Marsch. Wir werden jetzt hier die Kühe versorgen mit Mischfutter. Wasser aktuell kriegen sie aktuell. Und ja, dann gehen wir weiter. Nebenbei wird noch gedüngt, also ganz fleißig. Das Gras wird gewendet. Es soll trocken werden zu Heu. Und dann würde ich dann auch später mal am besten gleich hier reinfahren und verarbeiten zu Heu, also zu Mischfutter. Aber die Heuballen werden vorher gepresst. Dazu will ich näher ja, ein Gerät losschicken. Sobald Heu trocken ist, wird es auf den Schwab gebracht und da geht dann los mit Heupressen, also Ballpressen. Bis heute Abend entsprechend dann reinkriegen. Ne? So, hier geht es garantiert was rein, also zwei, drei Fuhren bestimmt. Müsste ich eigentlich auch mit Auto einfahren. Aber ein bisschen tun wir auch noch nicht. Dann gehen wir schon drei Fuhren rein. Dann müsste ich auf jeden Fall extra machen, das wäre ja ein bisschen aufwendig. Die würden sich ja beim Haufen fahren. Zu wenig Platz am Hof. Das Wasser läuft noch, ne? Also die brauchen viel Wasser. Muss man überlegen. Ich habe noch ein bisschen im Lager, aber das will ich als Reserve lassen. Ne? Der Ding wird auch fleißig. Ha. Ja. Hat er hier aufgebockt. Aber mal sehen, dass ich den nächsten Traktor nehme, Pflegebereifung. Achtet an, wie soll ich auch nochmal, ne? Ne, der nicht. Da auch nicht. Der hier. So, Kursgenerierung. 13, 2 und dann kann der hier auf 1 und 14 und die Ecke schon anfangen, ne? So. Ja. Einstellen. Kann auch schon arbeiten. So. Mischration, genau. Guck gerade, was gerade drin ist, ne? Ja, mit Kurzzeit fahren ist gar nicht so einfach. Nein, das machen wir jetzt noch nicht. Und wenn der Stall jetzt nicht voll wäre mit 500 Kühen, das wäre schon ein bisschen anders, ne? Müssten wir höchstens irgendwie eine Fütterung einverlassen, automatisch, ne? Vielleicht kommt ja so ein Stall irgendwann mal mit automatischer Fütterung. Einfach eher was für mich. Oder nur im Prinzip, dass ich ein Lager voll machen muss mit Stroh, Silage und Heu, dann alleine reingefahren wird, ne? Hier geht mal direkt durch. Großen Hunger haben die Kühe. Ups. Bisschen zu eng gebaut. Sinn. Da kommt das Heu gerade gelegen, ne? Da kommt gleich das Heu entsprechend hier reinfahren.
als trocken ist. Nummer 3. Größere Hänger gehen gar nicht rein, wo es im Prinzip war das ja. Oh. Aber gut, dann macht er den Haufen, ne? Mist ist fertig. Der war ja nicht leer, ne? Ja, ist das voll. Ich will jetzt so einen kleinen Hänger haben, das wird vielleicht sinnvoller sein, ne? Ah, Kollege spielt auch wieder. War der wohl lange gebraucht zum Spielen, ne? Oder deinen kleinen Sohn zu Hause. Grüße, geht raus. Es ist 8:30. Bist du was spät dran heute? Aber ich habe auch noch fast. Fast ist gut. Quatsch. Oh, es reicht aus. Jetzt haben wir 2 Tage Zeit. Jetzt haben wir noch ein bisschen Rest. Also fast 3 Hänger, ne? Jetzt kriegen die auch noch Futter. Ja. Und dann können wir gleich die Kälber umstellen. Tja, die Kälber brauchen nicht viel, ne? Gut, der Rest geht ins Lager. Und dann fahren wir Heu. Stroh. Stroh zum einen. Ja. Der läuft weiter. Lass laufen. Dann wird es bald die Stroh, also der Stroh, also die Ernte losgehen, ne? Mit Weizen. Entweder morgen oder in 2 Tagen. Dann wollen wir sehen, was da aussehen. Ne? Ich glaube, Raps kommt da rein. Ne? Mal eine andere Frucht. Ach so, Stroh. Da haben wir schon Pflanzen. Also, kleine Reserve. So, Stroh für die Tiere, dann Stroh für die Mischfutterlage. Dann können wir den Rest. Obwohl Mischfutter noch nicht so wichtig ist. Das wird noch 2 Tage reichen. Hopfen ist schön gewachsen. Klauen wir gleich mal und dann 3 Stellen Stroh rein. Schweine, Kühe, Kühe. Fertig. Die anderen Schweine kriegen keinen Stroh. Seh nix. Hier was? Muss dich dran gehen, seh nix. Traum da vorne. So. Der passt genau unter, ne? Der gelbe war zu hoch. Ich war ja mit Mühe und Not reinkommen und mit extremer Not mit rauskommen. Ja, logisch, ne? Wenn der Hänger leer ist, ist ja höher, ne? Wow. Es gibt wieder Mist. Ja, Stroh werden wir in Ballen pressen und dann als Ballenform herbringen. Das geht, glaube ich, besser. Denke ich mal. Muss ich überlegen. Ist noch nicht so weit. Die Wege sind weit, das ist das Problem.
Ja, mal Sammelwaren kaufen, mal sehen. Stroh, brauche Stroh. Vielleicht die anderen Kühe auch gleich und die Schweine. Oder erst den Einstall voll machen. Denk mal, Einstall voll. Ja, düngen geht mal fein, ne? Also zwei, drei Felder. Sind mit Schwatten fertig. Da müssen wir auch entsprechend. Es gibt noch einen Keks. Das geht ja nicht, ne? Das war optisch, fällt kein Haufen hin hier, aber. Hört nicht auf. Oh, Wasser ist voll. Sollte Stroh auch reichen normalerweise. Jetzt genug sein. Vielleicht im nächsten Schwung bei den anderen Kühen dürfte auch nicht so viel sein. Oder auch ein bisschen weniger. Ich frag die Kälber morgen, ne? Oder heute Nachmittag, mal sehen. Aber das ist gut. Oh, einer ist fertig. Reicht doch nicht mal. Das reicht doch nicht. Dann wollen wir gleich noch mal einmal reinfahren und dann restet Schwein. Dann kümmern wir uns um Dönerfahrzeug oder Schwatter. So, Stall Nummer 1 ist fertig. Dann können wir gleich noch einen weiteren Drescher rausfahren Richtung Weizenfeld. Es kippt dann wieder zurück und zwar ein Mischelrück, wenn der Rest bleibt. Ansonsten alles für die Schweine. Gut, dass wir noch Dünger gelassen haben. Jetzt haben wir Neues produziert, ne? Über Nacht. Mehr so ein Schwein ran. Ja, ne. Das ist ja auch dringend notwendig. Oh. Laternenpfahl. Der Laternenpfahl im Wege. Ja, Schweine brauchen wir nicht so viel. Ist auch voll gut. Lassen wir stehen, ne? Wasser haben sie nicht gekriegt, glaube ich. Ja, gehen wir kurz die Liste rein. Übersicht, alles perfekt. Jetzt werden wir um den kümmern, um den hier. Sagen so, da ist das hätte das sollte mit durch sein normalerweise, also noch kein Heu, aber den werden wir gleich mal zurückfahren
und mit dem Schwatter zurückkommen. Das werden wir uns auch noch nicht machen können, Schwatten, weil wir noch trocken, noch nicht nass trocken genug ist, aber schon teilweise trocken. Ne? Also die Reste vom letzten Mal. Das werden wir jetzt nachher entsprechend nachher. Ne, den fahren wir zum Hof. Den fahren wir zum Hof. Oh. Auch schon fertig. Ja, wir haben viel Arbeit. Jetzt haben wir, können wir noch Fleisch verkaufen. Fleisch. Auf jeden Fall. Wir könnten noch Holz und Sägewerk fahren. Ja, also. Das werden wir dann morgen eine Folge machen, ne? Können wir Licht ausmachen. Hell genug. Die Verpackung läuft auch noch, denke ich mal. Wasser wird fehlen. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir da mal einen kleinen Wagen nehmen zum Befüllen. Ne? Aber es ist ja auch gut. Müsste zusammenhängender Kurs sein, wie bei Kursplay. Man fährt ran, irgendwann hört er auf, ne? Alles voll ist. Aber der wird einen warten, wenn er voll ist, denke ich mal. Der nächste ist fertig. Hey, unser Hanf. Hanf sei schon, Tabak ist da. Da kann man beides rauchen, ne? Keine Ahnung, wie Hanf oder wie Tabak wirkt. Aber ich fällt nur 23 schon mal, ich glaube nicht. Wird Zeit, ne? Wir müssen uns um Düngen kümmern. Und Düngen ist ganz wichtig. Verkehrte. Na gut. Brauchen wir Zetter. Nee, Schwatter. Nicht Zetter. Zetter haben wir gerade hier. Temperatur dürfte ich rausgehen. Platz? Ja, Platz haben wir genug. Gut, dann machen wir erstmal die anderen Maschinen fertig. Der fährt noch. Der auch. Und der steht. Dann werden wir dazu 14 fahren oder 1. Freistellen. Das ist eine nette Umschreibung. Entlassen. So, liebe Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Jetzt sagen wir schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Und winke winke, so ciao, wir sehen uns gleich wieder zur Sonntagsfolge, ja, immer schön, danke fürs Reinschauen, tschüss.